Zurück zum Magazin Rheinzeit. Und wir kommen jetzt zu zwei Menschen, die sich ziemlich gern haben müssen, denn sie verbringen sehr viel Zeit gemeinsam. Sie sind einerseits natürlich ein Ehepaar, aber andererseits teilen sie auch eine Leidenschaft, und zwar den Tanz, genauer gesagt den Tango. Seit 2004 tanzen sie jetzt schon gemeinsam und jetzt bei uns im Studio, zwar nicht tanzenderweise, aber zumindest zu Gast. Herzlich willkommen, Ricardo und Raquel Lang. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Schön, hallo. Du bist auch noch in anderen Umständen im sechsten Monat. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Wie lange kann man noch tanzen, wenn man schwanger ist? Also prinzipiell spricht nichts dagegen, das bis zum Schluss zu tun. Wobei ich schon merke, je weiter das es voranschreitet, desto mehr tanze ich dann eigentlich auch gerne nur noch mit Ricardo, den ich ja gut kenne. Und es wird auch immer näher. Aber wenn der Körper das mitmacht, dann ist Bewegung, glaube ich, gar nicht so schlecht fürs Kind. Ne? Man muss nur ein bisschen vorsichtig sein. Habt ihr euch eigentlich übers Tanzen kennengelernt? Genau, ich bin von Köln nach Zürich gefahren auf ein Festival. Und ein Sommerfestival war das. Und da habe ich sie kennengelernt, obwohl es das erste Mal nicht so aufgefallen ist. Ja, wie es immer so beim zweiten Mal, am zweiten Tag erst durch einen Freund. Genau, der hat uns dann so vorgestellt. Und genau, das wurde dann immer mehr. Und seit 2004 tanzt ihr gemeinsam. 2009 wart ihr bei der Tango-Weltmeisterschaft in Argentinien mit dabei. Habt euch bis ins Finale getanzt. Ganz hat es leider nicht funktioniert, aber das ist ja auch schon mal sehr bemerkenswert. Genau. Was war das denn so bisher euer Höhepunkt in der Karriere? Oder gab es da noch andere Dinge, die richtig gut gelaufen sind? Also man muss sagen, in argentinischen Tango gab es noch nicht so viele Wettbewerbe. Das ist nicht so, man macht es eigentlich nicht. Weil, Gefühle zu bewerten sind eher schwierig. Mhm. Und die Argentinier haben das angefangen seit ein paar Jahren, haben zwei Kategorien reingesetzt. Also Salon, Tango de Salon, das ist das, was wir gemacht haben, und Escenario. Hier sehen wir auch gerade, oder wir sahen gerade Bilder von der Weltmeisterschaft. Wie seid ihr denn eigentlich ursprünglich zum Tango-Tanz gekommen? Ist das schon eine spezielle Art, ne? Also bei mir war es so, dass mir die Musik gefallen hat. Und zwar Astor Piazzolla, der ja eigentlich eine sehr eigenwillige, moderne Art der Tango-Interpretation hat. Und weil ich gesagt habe, ich möchte mal einen Paartanz machen, weil ich das in der Disco langsam so ein bisschen langweilig fand und gefunden habe, ja, Salsa ist mir irgendwie zu fröhlich. Also es ist immer fröhlich. Ich fand das nicht so viele Stimmungen in der Musik. Und Standard war mir zu steif. Da habe ich gedacht, probiere ich mal den argentinischen Tango. Und wir schon mal eben in die Bilder rein. Ihr unterrichtet ja auch im Bürgerhaus Stollwerk. Da gab es jetzt so einen Sommerspezialworkshop. Und mein Kollege Rainer Schumann war mit der Kamera dabei. Der Tango, getanzte Sinnlichkeit. Beim Sommerworkshop von Ricardo und Raquel Lang können Tango-Liebhaber neue Tanzschritte lernen. Jeden Tag zu einem anderen Thema, ganz unabhängig vom Leistungsstand. Man vielleicht leichtere Figuren anfängt und damit die Fortgeschrittenen sich auch gut fühlen, dann auch ein bisschen schwierigere Figuren machen. Und und die anderen, die es auch probieren wollen, müssen es unbedingt mal machen, damit sie auch sehen, was auf sie zukommt später. So kann beim Sommerworkshop jeder Trainingserfolge erzielen, der sich auf das vorgegebene Thema einlässt. Denn den Tango muss man spüren. Er ist ein Gefühl, das die Partner auf der Tanzfläche ausleben. Man kann auch an den Figuren unterschiedlich arbeiten. Also man merkt dann, dass die ein bisschen weniger lange dabei sind, irgendwie mehr an den Schritten arbeiten, froh sind, wenn sie dann die Frau dorthin kriegen, wo sie sie haben möchten. Und die ein bisschen fortgeschrittenen Tänzer achten dann mehr auf die Finessen und arbeiten dann irgendwie detaillierter an der Figur, damit die Führung sanfter wird und das alles präziser wird und geschmeidiger. Arndt Helling hat vor anderthalb Jahren den Tango für sich entdeckt. Begonnen hat er mit Modern Dance und klassischem Tanz. Mit dem Tango ist es wie, als wenn man zusammen schwebt auf der Tanzfläche. Und das fasziniert mich. So, ich kann auch nichts alleine machen. Ich muss es halt mit der Tanzpartnerin abstimmen. Das finde ich toll. In den letzten Monaten machte ein enger Terminplan Arndt Helling und seiner Tanzpartnerin zu schaffen. Beide konnten ihre Leidenschaft, den Tango-Tanz, nicht gemeinsam ausleben. Dies holt das Tanzpaar nun beim Sommerspecial nach.
jeden Abend, irgendwie anderthalb Stunden, kann man so Kleinigkeiten aufnehmen und irgendwie verfeinern und vertiefen. Das fand ich ganz gut und deshalb bin ich hier mit meiner Tanzpartnerin. Frank Wagner hingegen tanzt bereits seit 3 Jahren Tango. Er kennt Ricardo und Raquel schon lange und hat bereits mehrere ihrer Tanzkurse besucht. Also die beiden unterrichten mit sehr viel Humor. Und wir lachen uns im Unterricht jedes Mal checkig. Manchmal stolpern wir, fliegen fast hin, Partnerin und ich. Und am Ende haben wir dann doch einen ganz tollen Lernerfolg erzielt und können das dann auch draußen wieder umsetzen, ohne zwischendurch 2 Wochen lang vielleicht sogar geübt zu haben. Der Lehrer schätzt besonders den logischen Aufbau der Unterrichtseinheiten. Ganz besonders toll beim Tango finde ich die Kombination zwischen der Musikalität, die man umsetzen muss. Das unterrichtet Ricardo besonders intensiv und mit einem sehr großen Schwerpunkt auf der Musikalität, kombiniert mit der Technik, die man bei ihm besonders gut auch mit geometrischen Figuren auf dem Boden dann beigebracht bekommt. Also ich denke in Quadraten, Kreisen, Dreiecken und genau das haben wir heute auch gelernt. Sandra Masin und Adrian Dobre nutzen das Sommerspecial wegen der verschiedenen Unterrichtsschwerpunkte. Sie haben unheimlich viel Erfahrung im Unterrichten. Die sind nicht nur talentierte Tänzer, sondern auch talentierte Lehrer. Wir lernen immer was Neues und fühlen uns dann immer viel fortgeschrittener nach jedem Kurs, also nach jeder Stunde. So ist der Sommerworkshop von Ricardo und Raquel Lang für Tango-Liebhaber jeder Leistungsklasse ein gerne angenommenes Angebot. Ja, der Sommerworkshop ist schon vorbei, aber es gibt jetzt noch ein neues Angebot, und zwar einen Anfängerkurs ab September. Was muss man denn als Neuling bei der Anmeldung beachten? Also am besten sich anmelden, nicht direkt an demselben Tag natürlich. 2 Wochen vorher wäre es schon gut, oder 1 Woche. Der Kurs beginnt am 6. September, dienstags. Und ein anderer Kurs, es sind 2 Anfängerkurse, wäre Sonntag, der 18. September. Und eigentlich angezogen kommt man ganz locker, ganz normal, nicht zu sportlich, auch nicht so elegant, so wie man sich fühlt. Also nicht in Abendgarderobe? Nein, auf keinen Fall. Sein, ne? Genau. Am besten mit Partner. Genau. Ja. Ansonsten versuchen wir immer weiter zu helfen, aber am sichersten ist, wenn man einen Partner mitbringt. Und muss man dann immer regelmäßig da hinkommen? Also immer, wenn die Kurse angeboten werden? Oder kann man auch mal meinetwegen 1-2 Mal aussetzen, wenn man jetzt beruflich das irgendwie nicht hinbekommt? Ja, wir machen das immer so, dass man das dann am besten vor- oder nachholen kommt. Einfach damit man nichts verpasst, weil im Anfängerkurs halt die Basics beigebracht werden. Mhm. Später ist das dann alles sowieso flexibel. Oder gucken wir mal, dass wir die irgendwo in einem anderen Kurs noch mal unterbringen. Klasse. Ja. Ricardo und Raquel, danke schön für euren Besuch. Dir natürlich viel Glück. Wann ist es soweit genau? Ich glaube, 9. Dezember. Ja. Mindestens das dazu. Alles Gute dafür. Dankeschön. Und jetzt erstmal ein schönes sonniges Wochenende. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Zuschauer, was ist neu in den Charts und wer hat Platz 1 gestürmt? Auch heute gibt es sie wieder für Sie, die Saturn-Album-Charts, mit meinem Kollegen Stefan Sartorius.